Hallo zusammen, ich bin Anna. Und ich bin Amina. Wir sind Studentinnen von der Hochschule Karlsruhe. Heute zeigen wir euch, wie man ein tolles Projekt wie einen Personenseele mit der ESP32 Cam machen kann. Und die Cam kostet nur 10,99 Euro beim Amazon. Erstmal überlegen wir uns, wie wir das machen können. Der erste Schritt ist, die Bewegung zu detektieren. Hier müssen wir als allererstes das Bild runterskalieren. Das heißt, das Bild wird in Blöcke aufgeteilt. Jedes Block erhält dann 10x10 Pixels, um das Rauschen zu minimieren. Um festzustellen, ob sich etwas im Bild geändert hat, haben wir in der Funktion Motion Detect die momentanen und den vorherigen Blöcken verglichen. Wir haben unsere Variable BlockDiffThreshold als 20% definiert. Wenn das Delta größer oder gleich 20% ist, bedeutet es, dass der Block sich geändert hat. Wenn genug Blöcke sich geändert haben, dann weiß die Kamera, oha, da bewegt sich was. So, nun möchten wir aber noch wissen, in welche Richtung bewegt sich die Person denn? Zuerst müssen wir den Bildbereich zuordnen. Das heißt, wir halbieren das Bild auf rechts und links. Das Ganze passiert in dieser Schleife. Die Anzahl der Blockänderungen zwischen den beiden Bereichen wird dann verglichen. Die Zuordnung, ob die Person von der rechten oder linken Seite kommt, haben wir in der Hauptfunktion Loop geschrieben. Der Bereich außerhalb der Kamerareichweite haben wir mit 0 definiert. Rechts und links haben wir mit 1 und minus 1 definiert. Wenn sich die Person im Bereich 0 befindet und dann in den Bereich 1 geht, dann heißt es, dass die Bewegung von der rechten Seite kommt. Dementsprechend wird der Zähler um 1 erhöht. Jedoch hat unsere Kamera Grenzen. Man sollte nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Wenn ein Maus mal vorbeiläuft, wird es natürlich auch nicht dazu gezählt. Auch nicht, wenn Super Mario sich vorbeiduckt. Und natürlich nicht, wenn alle hintereinander einmarschieren. Der gesamte Code und unsere Webseite findet ihr alles in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefällt, einfach auf Like und Share klicken. Dankeschön!